spüren wir endlich die dunkle Energie auf. Der Start des deutschen Röntgenteleskops eRosita Mitte Juli ist eine riesige Chance für die Astronomie. Vorausgegangen war dem eine 14 Jahre lange Planung und die Chancen stehen nicht schlecht, dass eRosita endlich Licht ins Geheimnis der dunklen Energie bringen könnte. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Am Ende wurde es noch einmal richtig spannend, denn insgesamt zweimal wurde der Start des deutschen Röntgenteleskops eRosita verschoben. Eigentlich sollte die Rakete schon am 21. Juni abheben, doch Probleme mit einer Batterie verhinderten diesen Plan. Auch ein weiterer geplanter Start Mitte Juli musste aufgrund technischer Probleme abgesagt werden. Doch der Start am 13. Juli 2019 vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan verlief dann bilderbuchmäßig. Um 14.31 Uhr deutscher Zeit hob die russische Trägerrakete dann ohne Zwischenfälle ab. An Bord ein russisches Teleskop und das deutsche Röntgenteleskop eRosita, auf dem äußerst große Hoffnungen ruhen. Schon 2005 hatten Forschungsteams vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik die ersten Pläne für eRosita vorgelegt. 2007 wurden Verträge unterschrieben und eigentlich sah der Plan vor, bereits 2011 ins All zu starten. Doch es gab riesige Probleme, vor allem bei der Entwicklung der Spiegel. Letztendlich setzen sich die Teleskopmodule nun aus insgesamt 54 langgezogenen Spiegelschalen zusammen, die mit Gold beschichtet sind. So gelang es den Fachleuten, genügend Spiegelfläche zu schaffen, die auch aus den Tiefen des Alls Röntgenlicht empfangen können. Dazu heißt es vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, 7 parallel ausgerichtete Spiegelsysteme bilden die Optik des Röntgenteleskops. Ihre Kombination aus Licht, Sammelfläche, Gesichtsfeld und Auflösungsvermögen ist bisher unerreicht. Im Brennpunkt jedes Spiegelsystems sitzt eine hochempfindliche CCD-Kamera. Probleme gab es aber auch mit dem Missionsplan. Ursprünglich sollte eRosita in einer niedrigen Erdumlaufbahn verweilen. Dann aber wurde umentschieden und das Röntgenteleskop wird sich 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernen und somit den sogenannten zweiten Lagrange-Punkt erreichen. Das ist ein Punkt, eben 1,5 Millionen Kilometer jenseits der Erdumlaufbahn um die Sonne, an dem Sonden aufgrund der Gravitation von Erde und Sonne mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit um die Sonne kreisen wie die Erde, die Position zur Erde also antriebslos dauerhaft halten können. Genau hier soll auch das heiß ersehnte James Webb Weltraumteleskop positioniert werden. Das riesige Teleskop soll aber erst im März 2021 starten. Auch die Auswahl der Raketen gestaltete sich extrem schwierig. Zunächst wollte man auf eine russische Sojus setzen. Letztendlich wurde es dann aber die Proton, eine Schwerlastrakete aus Russland, die in den vergangenen Jahren einige Fehlschläge zu verbuchen hatte. Nach dem Start Mitte Juli also konnten die Fachleute mit Recht erst einmal aufatmen. Nun steht die dreimonatige Reise der eRosita an. Dabei wird sie immer mal wieder getestet und Stück für Stück in Betrieb genommen. Dann geht die richtige Arbeit erst los und die ist nicht ohne, denn sie soll tatsächlich eine Art kosmische Inventur des Universums ermöglichen. Galaxien, die Milliarden Lichtjahre entfernt sind, können mit Hilfe des Röntgenteleskops in bislang unerreichter Auflösung erforscht werden. Letztendlich soll dann eine Himmelskarte entstehen, die nicht weniger als die Entwicklung des Universums abbildet. Wow! Röntgenstrahlung soll das alles ermöglichen und die Strukturen des Alls sichtbar machen. Deswegen auch der Name eRosita, der für Extended Röntgen Survey with an Imaging Telescope Array steht, also erweiterte Röntgenuntersuchung mit mehreren bildgebenden Teleskopen. Im Visier stehen nicht nur verdunkelte schwarze Löcher in nahen Galaxien und Röntgenquellen wie etwa Supernova-Überreste in unserer Galaxie. Untersucht werden sollen vor allem bis zu 100.000 Galaxienhaufen, also Ansammlungen von tausenden Einzelgalaxien, die durch die Gravitation miteinander verbunden sind. Möglich wird deren Analyse durch das Gas, das sich in ihnen befindet und bis zu 100 Millionen Grad heiß ist. Wegen dieser hohen Temperatur sendet es Röntgenstrahlung aus. Die Fachleute wollen durch die Verteilung der Galaxienhaufen herausfinden, wie sich das Universum ausdehnt, wie es damals aussah und natürlich auch, wie es heute aussieht. Bis zu 6 Milliarden Jahre soll eRosita zurückblicken können. Und hier
kommt dann auch die dunkle Energie ins Spiel. Eine mysteriöse Kraft, die das Universum auseinandertreibt und über die Experten und Expertinnen weltweit nur sehr wenig wissen. Warum dehnt sich das Universum seit dem Urknall weiter aus, obwohl diese Expansion eigentlich durch die Gravitation der Materie verlangsamt werden sollte? Klar ist, falls es gelingt, verschiedene Charakteristika der Galaxienhaufen zu bestimmen, würden diese Erkenntnisse Rückschlüsse auf die dunkle Energie zulassen. Konkret interessieren sich die Forschungsteams für die Masse, Anzahl und Entfernung der Galaxienhaufen, um daraus dann die Dichte des Universums zu unterschiedlichen Zeiten seiner Ausdehnung zu berechnen. Dazu sagt Peter Predel, der verantwortliche Astronom vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik: Wir werden die dunkle Energie zwar nicht dingfest machen, aber wir werden aus unseren Messwerten hoffentlich Rückschlüsse ziehen können, um was es sich dabei handelt. Erosita könnte also eine Antwort auf die wohl faszinierendste Frage der Astronomie und Physik geben. Und das wiederum könnte eine fundamentale Revolution der Physik mit sich bringen, wie das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik auf seiner Webseite schreibt. Doch dafür brauchen wir wohl noch etwas Geduld, denn die Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass es ganze 4 Jahre dauern wird, den Himmel komplett zu erfassen. Dafür, dass die Russen den Start von Erosita durchgeführt haben, geht übrigens die Hälfte der Daten zu ihnen. Dunkle Materie, die Suche nach dem Unsichtbaren, anklicken, anschauen und unbedingt Raumzeit-Vlog der Zukunft abonnieren. Richtig cooler Kanal. Bis dann. Bleibt dran. Also hier draufklicken, unbedingt.